Servus, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games und Playtime. Finish him. Take 4. Take 4. Ja, die Euphorie bleibt, wir halten dran fest, wir kriegen dieses Video durch. Ich weiß nicht, wo heute die Probleme sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Mortal Kombat läuft gut, also es funktioniert. Es funktioniert, haben wir gerade festgestellt. Die Verbindung zu den Fraktions-Server konnte nicht hergestellt werden. Egal. Egal, wir zeigen euch heute trotz allem ganz euphorisch Mortal Kombat X. Wer sind wir? Das ist mein geschätzter Kollege, der Dominik Fiegel. Hallöchen. Hallo, hallo. Und meine Wenigkeit, der frustrierte Christoph mit dem Gamepad bewaffnet. Aber wir legen los. Du hast wieder ein paar Fragen vorbereitet, die ich versuche. Eigentlich eh schon wie 3 Takes lang richtig zu beantworten. Oh. Und möglichst kurz natürlich. Möglichst kurz. Gut, lege los, bitte. Ja, nein, grundsätzlich, wie fühlt es sich an? Also im Vergleich zu den Vorgängern natürlich. Du weißt schon, Spielgefühl, Modi. Genau. Alles. Grundsätzlich, es fühlt sich genauso wie die Vorgänger an. Also es gibt jetzt nicht so diese gravierenden Änderungen. Es gibt ein paar Veränderungen. Zum Beispiel wurden die interaktiven Hintergründe oder Schauplätze wurden eingefügt aus Injustice, Götter unter uns. Das kam ja auch von NetherRealm. Und da hat man jetzt eben halt die Möglichkeit, dass man je nach Schauplatz gibt es halt gewisse Gegenstände, die man sich schnappen kann und damit Gegner verdreschen kann. Ganz nette Geschichte. Die wirkliche Neuerung ist unter anderem der Fraktionskrieg. Es funktioniert so, wenn ich das Spiel das erste Mal joine, suche ich mir eine von 5 möglichen Fraktionen aus und im Laufe meiner Spielekarriere in Mortal Kombat X sammle ich Fraktionspunkte und am Ende einer Woche wird dann ausgewertet, welche Fraktion am aktivsten war. Hängt natürlich auch stark damit zusammen, wie viele Spieler in welcher Fraktion sind. Also aktuell ist es eher so, dass eine Fraktion sehr stark besucht wird oder sehr viele Leute sich anschließen und die Leute, da bekommt man dann halt auch Boni dafür. Es gibt Achievements, es gibt spezielle Fraktionskills und Finisher, also ganz nette Geschichte. Ja, ansonsten die größte Neuerung, die kann ich eigentlich jetzt gleich zeigen. Das sind nämlich die Kampfsets oder die Kampfstile, die es jetzt zur Auswahl gibt. Es gibt nämlich insgesamt 3 Kampfstile. Also man wählt einen Charakter aus, danach hat man 3 Kampfstile zur Auswahl. Im Prinzip funktioniert das Ganze so, dass man die Grundfertigkeiten bleiben gleich, aber es kommen dann halt neue Fertigkeiten dazu. Man kann es grob zusammenfassen mit, es gibt einen aktiven, also einen offensiven Kampfstil, einen eher passiven und einer, der halt so ein Mittelding ist. Ja. Ganz nette Geschichte, bringt so ein bisschen taktischen Anspruch in das Spiel mit rein. Ja, klingt soweit ganz nett. Balancing passt natürlich trotzdem, nehme ich an. Oder hoffen wir zumindest. Ja, also natürlich muss man da auch, habe ich jetzt noch nicht alle Charaktere gespielt und durchprobiert mit jeder Kampfstil-Variante. Das sieht man dann sowieso erst auch, wenn man online spielt. Aber es wird sicher der ein oder andere Balancing-Patch wieder erscheinen. Also da gehe ich schon mal stark davon aus. Ja, das hoffen wir zumindest noch. Ja, aber bisher fühlt sich jetzt nicht an, es gibt irgendwie einen Übermächtigen. Ich meine, es sind natürlich Thema Kämpfer, glaube ich, kann man auch kurz erwähnen. Also es sind halt wieder die allseits bekannten Charaktere dabei, wie zum Beispiel Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage, Sonya Blade. Also die sind dabei. Es fehlen aber auch ein paar, wie zum Beispiel Terror Wolf und auch, wem haben wir denn da noch? Es steht ja auch im schriftlichen Bericht drinnen. Habe jetzt auch nicht alle Namen auswendig im Kopf. Aber das sind halt die Charaktere. Oh, Kabbala und dergleichen eben. Kabbala, genau, danke. Was mich da ein bisschen ärgert, ist, dass diese Charaktere in der Story-Kampagne vorkommen, aber jetzt halt nicht spielbar sind und man weiß jetzt schon, ja, da werden die Leute das garantiert als DLC nachliefern, die Entwickler. Und gut, wobei wir DLCs eh gleich noch ansprechen. Werden wir gleich ansprechen, ja. Ja, du spielst eh schon fleißig und grafisch sieht es natürlich eh auch ganz nett aus. Ja. Ja, Finisher, also vor allem natürlich die X-Ray sehen. Werde auch gerade probieren, einen hinzubekommen, damit man den auch kurz herzeigt, ja. Ist halt nicht so leicht, ich hätte einen Schwierigkeitsgrad vielleicht auf Mittel stellen müssen. Oder auf leicht. Na, jetzt geht's. So, da haben wir mal einen X-Ray-Move mit Johnny Cage. Sieht schon richtig spektakulär aus. Weil man Technik, weißt du, das auch erwähnt hat, es kommt ja die Unreal 3 zum Einsatz, aber sehr stark modifiziert. Also ist schon eine verdammt geile Geschichte. So, jetzt machen wir auch noch hier noch ein Fatality.
weiß man auch, warum das Spiel nicht in Deutschland erscheinen wird. Ja, ich finde das so geil, den Finisher, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, er reißt halt quasi seinen Brustkorb auf, ja, von der Wirbelsäule an und spricht dann halt durch dieses offene Loch, hier ist Johnny, ja. Es ist eine nette Idee, also es gibt da echt, also gerade auch die Brutalities sind natürlich auch ziemlich heftig. Gehen wir mal wieder zurück ins Hauptmenü. Ansonsten, ja, Engine, Unreal 3 Engine kommt zum Einsatz, stark modifiziert, schöne flüssige 60 Frames, auch auf der Konsole, am PC sowieso, sieht echt hübsch aus, gerade am PC auch jetzt mit den neuen HD-Texturen im Hintergrund, ganz nette Geschichte. Wenn du gerade schon im Hauptmenü bist, andere Modi. Genau, sprechen wir über die Modi. Also ein Einzelspieler, wir haben die Story-Kampagne, wo tatsächlich eine ja, recht gute Story erzählt wird. Mit Zwischensequenzen, man kann sich das so vorstellen, Zwischensequenz, Kampf oder zwei Kämpfe, dann wieder eine Zwischensequenz. Und während den Videos gibt es dann natürlich auch Quicktime-Events. Ganz cool gelöst, finde ich. Macht sogar Spaß. Also Story-Kampagne, ich habe sie wirklich gerne gespielt und macht auch durchaus Spaß. Aber es unterhält natürlich nur für einen gewissen Zeitraum, logischerweise. Dann gibt es, man schaltet über die Story-Kampagne übrigens auch Kämpfer frei. Dann gibt es noch die Türme, zeige ich gleich her. Dann gibt es den klassischen Einzelkampf und testet dein Glück. Testet dein Glück ist im Prinzip so, dass es Spielmodifikationen gibt. Wenn man gegen die KI spielt, da kann zum Beispiel Folgendes dabei rauskommen, dass sich plötzlich der Bildschirm dreht oder dass der Boden immer wieder zeitweise unter Strom, dass der Strom durchfließt und man dann Schaden nimmt, wenn man nicht gerade jumpt in diesem Moment. Es kann aber auch ganz krasse Sachen dabei sein, wie zum Beispiel, dass man keine Angriffe blocken kann oder dass keine Combo-Breaker funktionieren. Und dann gibt es natürlich noch das klassische Training. Zu den Türmen, das sind die lebenden Türme. Da gibt es immer drei Türme zur Auswahl, die variieren auch immer wieder, also stündlich, dann auch wöchentlich und täglich. Also sind so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt einmal ein bisschen wie Dailies auf die Art oder Weeklies, wie man es auch immer sehen möchte. Und da kann man sich hochspielen, da kann man dann, gibt es auch eine eigene Rangliste. Und das Besondere hierbei ist, man tut durch alle Spiele, sammelt man sogenannte Mortal Kombat Coins. Und diese Mortal Kombat Coins kann man dann einsetzen, um in die Krypta zu gehen. Die gab es ja auch schon früher. Und in der Krypta kann man dann wiederum Sachen freischalten für diese Coins. Das passiert aber alles randommäßig. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Artwork bekommt. Es kann aber auch sein, dass man ein Kostüm für einen Charakter bekommt. Oder ganz coole Geschichte auch, dass man neue Brutalities oder Fatalities freischaltet. Aber das ist wie gesagt alles komplett random. Die Geschichte. Wobei man gewisse Finisher ja auch über Zusatzvoraussetzungen freischalten. Genau. Also auch gerade die Brutalities, da muss man auch einige Sachen erfüllen auf der Map, ja. Zum Beispiel, dass man eine gewisse Anzahl an, weiß ich nicht, Interaktionen mit der Umgebung gemacht hat und dann muss man halt noch irgendein Spezial-Kombo ausführen mit dem Charakter. Und die Finish, also die Brutalities, die sehen auch richtig fies aus, ja. Also die hauen schon richtig rein. Ja, das sollen sie auch. Sollen sie auch, ja. Wo du vorhin Highscores erwähnt hast, Thema Multiplayer. Multiplayer funktioniert? Der Multiplayer funktioniert, also wir haben es ja hauptsächlich auf dem PC hier getestet. Da läuft es auf jeden Fall recht rund. Gab nur ganz selten Lags. Bei dem Multiplayer gibt es auch die Auswahl, ob man das Ganze ranked spielen möchte oder unranked. Was ich auch sehr nett finde. So, jetzt probiere ich noch hier schnell. Ein X-Ray. Der Netcode passt aber an sich, ja. Der Netcode passt, ja, also es läuft alles flüssig, es gibt auch ein Matchmaking, das funktioniert auch ohne große Probleme, es wird auch geschaut, dass man Spieler findet, die die gleiche Erfahrung haben wie einer. Und was ich auch gut finde, ist in dem Zusammenhang, dass man auch entscheiden kann, möchte man überhaupt gegen den spielen, ja, wenn man sieht, oh Gott, der hat irgendwie schon 10.000 Kämpfe gewonnen und keins verloren, naja, dann wird man vielleicht gegen den nicht unbedingt kämpfen, wenn man nicht möchte, ja. Ja, wobei Q-Dodging ja immer ein bisschen eine ungute Geschichte ist, aber ja. Ja, sowieso. Ja, aber Sache für sich halt. Ja. Na gut, dann reden wir über die DLCs. Reden wir über die DLCs, was wir ja so gerne immer tun. Ja, also. Was wir so sehr lieben, ja. Ja, was wir lieben. Also, man weiß jetzt schon, dass natürlich einige bekannte Charaktere sicher nachgeliefert werden im Laufe der Zeit. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade finde. Wir haben es ja schon erwähnt. Bekannte Charaktere. Auf der anderen Seite, ich versuche den gerade hier noch fertig zu machen, damit ich hier auch dann ein bisschen flüssiger sprechen kann.
auf der anderen Seite willst du sagen, dass grundsätzlich der Umfang für ein Beat'em'up eigentlich ausreichend ist. Absolut. Also man kann jetzt gar nicht großartig meckern. So nach dem Motto, warte jetzt noch hier schnell den Finisher, dass die Leute auch was haben. So, schön hier mit den Blitzen die Augen zum Platzen bringen. So mag man das. Ja, DLC. Ist halt immer geil, weil sie sprechen und spielen gleichzeitig. Das ist immer die Challenge. Also was mich halt grundsätzlich nervt, der Umfang ist auf jeden Fall okay. Was mich aber nervt, ist, dass eben bekannte Charaktere fehlen, dass man die bewusst rausgenommen hat, um eben die dann als DLC reinzuhauen. Was ich wiederum okay finde, ist, wenn man sich ansieht, die Preise sind okay. Also man zahlt jetzt zum Beispiel für Goro zahlt man 5 €. Den kann man sich aber, hätte man sich auch als Vorbesteller sichern können. Es gibt aber auch dann so ein Combat Pack, kostet glaube ich 30 €. Da sind dann alle Kämpfer drin, die dann in Zukunft erscheinen. Und es sind auch ein paar exotische Kämpfer dabei. Also im Vorgänger war zum Beispiel Freddy Krueger dabei, was ich extrem geil finde. Man ehrlich, komm, Freddy Krueger gegen Sub-Zero, geiler geht's nicht. Und so gibt es jetzt auch im Mortal Kombat X sind schon ein paar Special-Charaktere angekündigt worden. Zum Beispiel Jason Voorhees, Freitag der 13. Kennt man ja, der wird mit von der Partie sein. Und der Predator wird auch seinen Auftritt haben in Mortal Kombat X. Was richtig geil wäre, wenn jetzt vielleicht noch Freddy Krueger kommen würde, denn Freddy gegen Jason, ja, es wäre schon eine richtig geile Geschichte. Ja? Insgeheim hoffe ich ja, dass das noch vorgestellt wird. Also von daher 30 € für die ganzen künftigen Kämpfer, ich finde es okay. Ich finde es okay, weil der Umfang ist auch ordentlich. Man hat genügend Kämpfer, es sind genügend Stages dabei. Man hat die lebenden Türme, die für ein bisschen Abwechslung sorgen. Der Online-Modus ist ausreichend, was man halt möchte. Also es ist ein rundum eigentlich gelungenes Beat'em'up. Ja gut, wobei ich sagen muss, gerade bei einem Beat'em'up bin ich irgendwie weniger bereit, 50 € zu zahlen und dann nochmal 30 € draufzulegen, um extra Kämpfer zu bekommen, Ja. die mir eigentlich zustehen, weil ganz Ja. ehrlich, ich meine, ich will doch die Standardkämpfer mit dabei haben. Ja, also natürlich ist es schon richtig. Ich hätte es vielleicht auch einen Ticken krasser gefunden, wenn sie jetzt hergegangen wären und Sub-Zero oder Scorpion, also so diese richtig, richtig populären, rausgenommen hätten und die dann gegen teuer Geld verhökert hätten. Auf der anderen Seite, es ist halt, man muss es nicht gut finden, aber ich glaube, wir sind es ja mittlerweile gewohnt, die Geschichte. Ja, das ist halt. Es Ja, gibt aber das halt macht es ja trotzdem nicht DLCs. besser. Es macht sich besser. Ich bin auch irgendwo auf deiner Seite, auf der anderen. Ja, nein, ich bin auf deiner Seite voll und ganz. Aber wir müssen halt damit leben, das Beste draus machen, sag ich mal. Die Preispolitik ist trotzdem auf jeden Fall fairer als das, was ich aus anderen Spielen gesehen habe. Ja, wir wollen jetzt Evolve, ja, wo man halt einfach mal 7 € oder 8 € für einen einzelnen Char zahlt. Wo ich auch der Meinung bin, warum, ja. Also da kriege ich dann doch teilweise schon 2 Charaktere um das Geld. Ne? Oh ja, ich weiß, es macht sich Kannst besser. du auch einen Blizzard-Helden für Heroes of the Storm kaufen, Heroes der of the Storm, Kronen? ja. Was ich auch tue. Was du auch tust, das ist das Hauptproblem, ja. Nein, nein, ja, jeder wie er meint, sagen wir so, aber es bleibt halt trotzdem ein Beat'em'up und. Ja, sicher, du. Ja. Ich denke mal, man kann es eh immer gut reden, das Ganze. Aber ich habe Und man kann es auch jetzt. immer schlecht reden. Man kann es auch schlecht reden, aber ich habe zumindest jetzt keinen großen Hate gehört, wo die Leute wirklich gesagt hätten: Oh mein Gott, warum hier 5 € für neue Kämpfe oder so, ja. Also ist okay. Übrigens, Scorpion macht richtig Spaß hier in der Inferno-Kampfstil-Geschichte. Es gab hier macht immer viel Spaß. Ich weiß nicht, Frage, wer ist eigentlich dein Lieblings Mortal Kombat Fighter? Also das Problem ist, ich habe Mortal Kombat angefangen zu spielen, da war ich also auf dem Super Nintendo damals und da war ich halt richtig jung und entsprechend ist es halt und wird es immer Sub-Zero sein. Sub-Zero, er ja, ist der Weil er halt Klassiker. damals eine coole Sau war Ja. und ist es halt immer noch. Und man erinnert sich auch gerne an den ersten Film, ja. Ein Klassiker, oder? Man erinnert sich auch einfach an den ersten Film, ja. Ja, genau. So, jetzt noch ein Finisher hier mit Ja, wobei Scorpion. da Johnny Cage eigentlich die coolste Nein! Sau war. Gott, habe ich Deswegen. keinen Finisher hinkriegt, egal. Ja, Johnny Cage auch immer ein beliebter Charakter. Also im Großen und Ganzen, ich habe es eh schon gesagt, gutes Spiel hat ja auch bei uns 8 von 10 Punkten bekommen, finde ich nach wie vor fair für das Spiel. Ich kann nicht viel, ich habe jetzt ehrlich nicht viel zu meckern gefunden, Technik passt, der taktische Anspruch ist gestiegen durch diese Kampfmodi. Im Großen und Ganzen, ich bin wirklich zufrieden. Jo.
Das ist ein schöner Abschluss. Ein schöner Abschluss. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Kritik ist natürlich genauso erwünscht. Wenn ihr auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben möchtet, dann einfach unseren YouTube-Channel abonnieren. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Tschüss.